Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Christian Walter von TradeWalla, wie Sie sicherlich schon vorangegangenen Videos schon wissen. Und auch heute würden wir Ihnen gerne einmal ein paar Werte der letzten Tage oder der aktuellen Handelswoche vorstellen, wo wir aktuell interessante Bewegungen sehen oder hier dementsprechend ja, ein überproportionales Volumen aufgetreten ist. Der erste Wert ist hier NLOK oder das Symbol des Wertes ist NLOK, ist ein Softwareunternehmen aus den USA, Norton Life Lock Incorporation. Hier gab es einige größere Käufe auf kurz laufende Optionen. Und Sie sehen es vom Chart, sieht es aktuell eigentlich auch sehr interessant aus. Wir haben hier einen bevorstehenden Ausbruch über die 22-Dollar-Marke. Das wird natürlich auch die nächste wichtige Hürde sein, die hier zu nehmen ist. Und mit der Dynamik, der sich der Wert hier vor allen Dingen gestern und heute entwickelt hat, sollte dies eigentlich bei einem positiven Marktumfeld in den nächsten Tagen bereits gelingen. Von daher sind wir mal sehr gespannt, was hier bei dem Wert NLOK in den nächsten Tagen noch passieren wird. Sieht momentan, wie gesagt, vom Chartbild und vom Volumen sehr, sehr interessant aus. Quartalszahlen sind auch schon gelaufen am 4. am Februar. Von daher sollten da jetzt eigentlich auch keine größeren Überraschungen anstehen. Was gibt es sonst noch für Werte? Welche Werte sind sonst noch in den letzten Tagen hier besonders auffällig gewesen? Da haben wir zum einen alte Bekannte wie den Wert AMC. AMC Entertainment hatten wir ja schon häufiger gesehen, kommt jetzt wieder so ein Stück zum alten Hochkurs. Hier gibt es einige Wetten, dass das Ganze wieder über 12 Dollar geht auf kurzer Ebene. Aber was hier sehr entscheidend ist, dass diese Werte dementsprechend hohe Volatilität haben und natürlich dann auch dementsprechend bei den Optionen recht teuer sind oder bei vielen Brokern natürlich dann auch die Margin hier für die Aktie selbst deutlich höher als bei anderen Werten ist. Aber auch bei GameStop haben wir jetzt einen ähnlichen Verlauf. Könnte fast Parallelen ziehen, wenn wir uns hier den Aktienverlauf anschauen, ist natürlich in der Form, wenn wir gerade auf die Prozente sehen, gestern glaube ich über 40%, heute nochmal 20%. Das sind natürlich schon wieder Anstiege wie zu den Zeiten Ende Januar. Mal sehen, wo die Reise hier noch hingeht. Optionsvolumen ist in der Form noch nicht so extrem, aber was wir sehen, ist natürlich eine extreme implizierte Volatilität hier von über 350%, die bereits hier aktuell jetzt bei dem Wert festzustellen ist. Von daher glaube ich recht schwierig, nach wie vor ähnlich wie AMC, glaube ich eher so ein Papier, was ja, ich würde mal sagen, für etwas größeres Risiko steht und vielleicht auch für kurzfristigere Positionen, daher für längerfristige Investitionen eher schwierig, glaube ich, mit diesen Titeln aktuell zu arbeiten. Aber da vielleicht auch noch ein, zwei andere Werte, die momentan noch besonders im Fokus stehen. Da haben wir hier zum einen Western Union, wo es gestern eine Meldung gab, dass ein größere Firma aus Singapur eine Zusammenarbeit mit Western Union jetzt eingegangen ist. Und ja, der Wert gestern über die 25 Dollar gesprungen ist, jetzt heute das Ganze fortsetzt. Auch hier heute ein kleiner Gewinn von 2% auf einen neuen Jahreshochkurs. Wenn man jetzt das Jahr 2021 dafür hernimmt, das ist ja noch nicht allzu alt. Aber hier auch ganz entscheidend gab es einiges an Optionsvolumen. Sie sehen hier unten, glaube ich, recht gut diese 55.000. Hier sind wir uns aber recht sicher, dass es Positionen sind, die gerollt wurden, also wo einfach durch diesen Anstieg jetzt gesehen wurde, dass noch mehr rauszuholen ist oder dass das Ganze in die richtige Richtung läuft und da einfach nochmal die Strikepreise oder die Zielpreise der Option verändert wurden. Also das nicht unbedingt ein neues Volumen, was wir heute hier erkennen konnten, sondern eher in dem Bereich, glaube ich, Positionen, die gerollt wurden. Ganz interessant ist momentan, glaube ich, auch so ein Stück weit der Elektroautomobilsektor. Wenn wir hier NIO oder Tesla nehmen, die haben ja wirklich stark gelitten in den letzten 2, 3 Wochen, sehen jetzt wieder den Anstieg. Vor allen Dingen bei NIO, glaube ich, heute ganz interessant. Der Wert mit 19% im Plus. Und wir sehen hier auch deutlichen Anstieg über eine halbe Million Call-Optionen, die heute gehandelt wurden. Also da könnte jetzt wirklich eine Trendwende bevorstehen. Und bei Tesla sieht es vom Chart zumindest recht ähnlich aus.
Wobei natürlich hier Optionen aufgrund des Preisniveaus auf einem deutlich anderen Niveau sind, aber sonst ähneln sich die Werte, zumindest wenn man jetzt den Chartverlauf der letzten Tage einmal hier ranzieht. Ja, was bleibt ansonsten noch? Welche Werte waren neben den gerade eben genannten Werten noch besonders auffällig? Da bleibt sicherlich noch ein Wert hier zu nennen. Das ist der Titel General Electric. Recht großer Wert, der auch hier dementsprechend schönen Anstieg über die letzten Wochen hingelegt hat von dem Ausbruch jetzt Mitte Februar über die 12-Dollar-Marke. Das sehen wir vielleicht ganz gut, wenn wir mal ein Stück weiter zurückgehen auf einen längeren Zeithorizont. Ich habe hier mal die letzten 5 Jahre gewählt. Da sehen Sie auch so ein Stück weit, wo die Aktie herkommt und dass jetzt eigentlich hier so der Ausbruch über die 12-Dollar-Marke, 13-Dollar-Marke sich ein wichtiger Widerstand war und dass natürlich da auch noch genügend Platz oder genügend Spielraum ist, auf ein Niveau vielleicht zu kommen, wo der Wert mal 2017, 2016 stand. Auch wenn er dieses Jahr und vor allen Dingen dann Ende letztes Jahr schon sehr, sehr gut gelaufen ist, sich quasi eigentlich innerhalb von einem Jahr jetzt wieder verdoppelt hat, wenn man so nimmt. Ja, es ist nicht ganz ein Jahr, es ist die Tiefkurse, die wir hier so Mitte letzten Jahres hatten, also 9 Monaten, kann man sagen, mehr als eine Verdoppelung. Aber General Electric ist sicherlich ein ganz interessanter Titel, auch wenn wir uns die Volumen anschauen, ist hier, glaube ich, einiges in den nächsten Tagen noch denkbar. Ja, neben diesen Werten schauen wir mal ganz kurz noch, was in den letzten Tagen noch von Relevanz war oder wo wir noch, ja, sage ich mal, ungewöhnliche Bewegung festgestellt haben. Ich glaube, wenn wir vorhin gerade über AMC gesprochen haben, ist natürlich auch Disney hier nochmal besonders hervorzuheben. Hatte gestern wirklich mal den ersten Ausbruch über die 200-Dollar-Marke, der heute leider gleich wieder korrigiert wurde, aber hängt nach wie vor an den absoluten Höchstständen, kann sich hier jederzeit weiter fortsetzen. Da sollte man auch den ein oder anderen Blick drauf werfen und ansonsten neben den altbekannten Werten wollen wir natürlich auch vielleicht mal den ein oder anderen der letzten Woche uns nochmal kurz mit anschauen. Da war ja besonders im Fokus RKT, der, wie Sie sehen, im Nachhinein natürlich einen ähnlichen Verlauf jetzt hat wie viele andere Titel, die wir gesehen haben. Aber auch hier ganz interessant heute zumindest zu beobachten, wie wir es bei AMC und GameStop gesehen haben. Der Abwärtstrend scheint zumindest erstmal gestoppt sein. Ob es natürlich nochmal auf die alten Höchststände kommt, ist schwierig zu sagen. Hier muss man natürlich noch eins festhalten. Hier ist die Volatilität jetzt nicht ganz so extrem, wie wir sie bei AMC oder auch bei GameStop gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz auch sehr volatiler Titel und nicht unbedingt jetzt für den ganz langfristigen Investor oder vielleicht auch Swing Trade Investor geeignet, da die Schwankungen doch hier sehr extrem sind und sich vieles natürlich dann auch über die besagten Internetplattformen und Foren sehr schnell in eine gewisse Richtung wieder entwickeln können. Und der letzte Titel, den hatten wir auch schon einige Male mit dabei, auch schon hier, glaube ich, im Januar, wo es noch knapp unter der 1-Dollar-Marke lag, ist der Titel GSAT. Global Star Incorporation. Hier gab es auch einige interessante Call-Käufe. Auch da sehen wir jetzt wieder einen leichten Anstieg. Mal sehen, wo das noch hingeht. Und wir werden Sie natürlich hier weiter auf dem Laufenden halten. Also abonnieren Sie unseren Kanal, sodass Sie auch in Zukunft keines dieser Videos verpassen. Ich würde mich freuen und verbleibe bis zum nächsten Mal.